Wir sind hier im Planungsbüro der Neubaugruppe in Zernersee bei der Werft, wo wir die Europa 2 bauen. Hier arbeiten zu Vollzeiten bis zu 30 Mitarbeiter. Der Tag beginnt morgens um 7 mit einer Arbeitsbesprechung, um die ganzen Einzelabnahmen und Inspektionen auf diese 30 Mitarbeiter zu verteilen. Heute zum Beispiel haben wir die erste Abnahme einer Passagiersuite. Wir haben Abnahmen im Maschinenbaubereich unten im Maschinenraum und wir haben auch weitere Abnahmen im Bereich des Decksbelages etc. Alle von unseren 257 Passagiersuiten müssen einzeln geprüft werden. Wir haben dazu eine eigene Abnahmegruppe, das sind drei Personen, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag mit der Werft Suite für Suite abzugehen. Wir nehmen uns dafür pro Suite ungefähr eine Stunde Zeit und nehmen dann mit der Werft eine Liste von möglichen Mängelpunkten auf, die die Werft dann in den nächsten Wochen abarbeiten kann. Die meisten Mängel, die wir finden, können hier an Bord problemlos ausgebessert werden, da es kleinere Punkte sind. Wir haben ja in der Kabinenfabrik bereits Auslieferungskontrollen gemacht. Das heißt also wirklich elementare Sachen sind damals schon ausgemerzt worden. Ich stehe hier im Restaurant Weltmeere, unserem größten Restaurant. Wie Sie sehen können, ist auch hier der Bordfortschritt ziemlich weit. Und über mir sehen Sie ein Beispiel von unseren Blattsilberarbeiten, die wir überall an der Decke haben werden. In den letzten Wochen hat sich am meisten hier auf Deck 4 getan. Wir befinden uns ja gerade auf der Bühne von unserer Show-Lounge. Der größte nächste Schritt als Einzelelement ist die Probefahrt, die in ein paar Wochen stattfinden wird. Dann wird das Schiff das erste Mal den Hafen verlassen und alle Systeme werden auf See getestet. Ein spannender Tag hier auf der Werft ist vorbei. Wie Sie hinter mir sehen, ist zwar die Tagschicht vorbei, aber es wird hier auch noch weiter nachts gearbeitet. Denn wir haben als festen Termin die Taufe am 10. Mai in Hamburg vor Augen.